Hier ist ein sehr abenteuerliches, ja, sehr interessantes, eigentlich galileisches Projekt, ja, im Gange, ja. Nicht? Sie bauen da eigentlich ein Fernrohr in Richtung unbekannter Materie. Das ist richtig, ja. Beschreiben Sie das mal. Also wir haben zwei große Beschleunigerzentren in Europa. Das eine ist das Europäische Kernforschungszentrum CERN in Genf. Und wir haben hier südlich von Frankfurt, 20 Kilometer im Wald zwischen Frankfurt und Darmstadt, die Gesellschaft für Schwerionenforschung, GSI. An beiden diesen Beschleunigerzentren wird geforscht auf dem Gebiet, in neue Dimensionen vorzustoßen. Neue Dimensionen in der Kernphysik, neue Dimensionen in der Elementarteilchenphysik, die wie eine Zeitmaschine uns rückwärts fahren zum Richtung Urknall. Wir sind ungefähr auf dem Weg dazu, in die erste Sekunde, erste Millisekunde, erste Mikrosekunde, erste Nanosekunde des Urknalls zu kommen. Und der Weg, wie wir das machen, ist, die Temperaturen so hoch zu fahren, also eben, Sie müssen sich das vorstellen, 1 Million Mal heißer sind als die Temperaturen im Innern der Sonne, 1 Milliarde Mal heißer sind als im Innern der Sonne, so wie sie im Urknall waren. Das macht man, indem man die Energie der Teilchen, die da zusammenstoßen, zwei große Kerne oder zwei Protonen, immer höher treibt, dadurch die Teilchen immer näher zusammenbringt, ganz viele Stöße erzeugt und diese Stöße machen diese sehr, sehr hohe Temperatur, sodass man ganz neue Materieformen erzeugen kann. Das Ziel ist sozusagen eine Fabrik, ja, zur Herstellung schwarzer Löcher, winziger schwarzer Löcher zu entwickeln. Also das, ja? Ziel ist, eine Fabrik herzustellen für neue Materieformen allgemein. In Genf wird spekuliert, also auch unsere Gruppe hier mit Kollegen Bleicher ist daran beteiligt gewesen, ob man nicht kleine schwarze Löcher, die allerdings gar keine schwarzen Löcher dann sind, sondern weiße Löcher werden, weil die sofort explodieren, wieder herzustellen. Man glaubt, wenn es extra Dimensionen gibt, also Sie wissen, wir haben Länge, Breite, Höhe, drei Dimensionen und die Zeit noch dazu. Es gibt aber Theorien, die heißen supersymmetrische Theorien, und in diesen supersymmetrischen Theorien gibt es die Aussage, dass es noch mehr Raumdimensionen gibt, die allerdings ganz klein sind und aufgerollt. Viel kleiner als ein Millimeter, wahrscheinlich sogar so klein wie ein Nanometer, also ein Millionstel von einem Millimeter. Und diese kleinen Dimensionen, die kann man gar nicht normal vermessen, da können Sie auch keinen Zollstock hinhalten, aber wenn es diese winzigen Extradimensionen gibt, wie gesagt, bis zu 7 vermutet man der Supersymmetrie, dann könnte man tatsächlich vermuten, dass am CERN auch kleine schwarze Löcher hergestellt werden können. Wie gesagt, die leben nur sehr, sehr kurz und explodieren innerhalb von Millionstel, Milliardstel von Sekunden. Haben also nicht die Zeit, ja, übrige Materie aufzusaugen. Ja, zum Glück brauchen wir uns da keine Sorgen zu machen. Ja, es gibt natürlich viele Leute, die bei dem Wort schwarzes Loch Angst bekommen und denken, wir werden aufgesaugt. Aber sie müssen immer bedenken, ein schwarzes Loch kann nur saugen, wenn es schwer ist. Ja, also wenn es Millionen Sonnenmassen schwer ist und Millionen Jahre Zeit hat, was in sich reinzusaugen, dann kann ein schwarzes Loch im Kosmos das machen. Das ist ein echtes, alles verschlingendes Monster. Und wir können im Labor natürlich nur ganz, ganz wenig Energie in Masse umwandeln. Das ist die Idee. Reinkommende Bewegungsenergie wird in Masse umgewandelt. Und das sind ganz winzig kleine Löcher, die sind vielleicht so groß wie 4, 5 Atome. Ja, das sind nicht große Gestalten. Und die haben nur sehr, sehr wenig Gravitationsanziehungsenergie. Und wie gesagt, wegen quantenmechanischen Effekten, die übrigens der Kollege Stephen Hawking vor ungefähr 30 Jahren gefunden hat, der ja jetzt im Rollstuhl sitzt. Das ist das hermetischste schwarze Loch, immer noch abstrahlt. Das immer noch Wärme abgibt. Und der Witz ist, je kleiner das schwarze Loch ist, umso heißer wird es. Und da diese mikrokleinen Löcher, nanokleinen Löcher so klein sind, sind die unglaublich heiß und verdampfen innerhalb von Milliardstel von einer Sekunde. Aber der Witz ist, normalerweise können wir am CERN, aber auch in der GSI, Teilchen immer so aneinander streuen wie Billardkugeln. Die fliegen aufeinander zu und prallen dann voneinander ab. Ob das jetzt Protonen sind oder Quarks oder die sogenannten Gluonen, das sind Teilchen, die in den Protonen drin sitzen, prallen immer wie Billardteilchen voneinander ab. Aber wenn man diese Monster, die keine sind,
herstellen könnte. Dann verdampfen die wie ein Stück Wasser, was sie auf den Ofen tun, in alle Richtungen gleichzeitig. Und damit kann man die auch sehr leicht dann finden, weil es nicht so ein korrelierter Zack-Zack-Billardstoß ist. Und Ihre Gefährten als theoretische Physiker können aus diesem Verhalten, wie sie nämlich explodieren, ja, und wie sie sich bilden, Rückschlüsse ziehen, dass es mehr gibt als die drei Dimensionen. Das wäre die Folgerung, die wir machen müssen. Denn wenn man nur drei Dimensionen hat, könnte man solche Objekte nicht herstellen am CERN. Aber es sind auch ganz andere Optionen, die wir haben, also ganz andere Dimensionen, in die wir vorstoßen können. Zum Beispiel, das ist jetzt die Idee, die wir am 7. November hier bei GSI zwischen Frankfurt und Darmstadt begehen werden, eine Eröffnungsfeier für eine Antimateriefabrik. Diese Fabrik für Antimaterie heißt Facility for Antiproton and Ion Research, F-A-I-R, FAIR. FAIR. Und diese FAIR Facility, die soll dazu genutzt werden, die hat also ungefähr 1000-mal höhere Intensitäten als das CERN, ganz viel Antimaterie, insbesondere Antiproton, Antineutron, aber vielleicht auch Antihelium, vielleicht sogar Antilithium herzustellen in großen Beschleunigerexperimenten. Das wird alles, wie gesagt, eröffnet werden, angestoßen werden von Frau Schawan am 7. November. Und da kommen hier die Heiligen Drei Könige und außerdem Wissenschaftsminister aus China. Ja. Und wer kommt Indien, noch alles? Indien war das erste Land, was das unterstützt hat. EU-Staaten. Russland ist mit einer sehr großen Summe drin, über 60 Millionen Euro. Das gesamte Projekt kostet übrigens ungefähr 1 Milliarde Euro. Und wird getragen, wie gesagt, von diesen internationalen Ländern, die mindestens 25% bezahlen. Im Staat Hessen, der ungefähr 100 Millionen Euro zusteuert. Der Helmholtz-Gemeinschaft, wo wir gerade den Nobelpreis vor ein paar Tagen bekommen haben, für den Kollegen in Jülich, Grünberg. Und die auch ungefähr 100 Millionen Euro investiert. Und die Bundesregierung, die also auch erhebliche Summen, 350 Millionen, glaube ich, sind das dort investiert. Das ist also ein riesen internationales Projekt, was komplementär ist zu dem, was wir am CERN machen. Ja, am CERN versucht man ganz viel Materie auf einen ganz kleinen Raum zu bringen. Hier werden wir versuchen, das zu treiben mit dicken Brocken, Kernen, die aufeinander stoßen und wo dann viele Protonenstöße in einer einzigen Reaktion stattfinden und dort, wie gesagt, nicht nur ein Antiproton oder zwei Antineutronen produziert werden, sondern wirklich in Serie 10, 20, 30 und von denen vielleicht sich 5, 4, 6 zusammenfinden und kleine Klumpen von Antimaterie bilden, sogenannte Antimaterie-Cluster. Und wenn man die dann geladen wegfliegen hat, kann man die vielleicht einfangen. Organisieren. Ja, die kann man vielleicht einfangen und speichern. Also das ist gerade jetzt gelungen am CERN. Ich war, wie gesagt, vorgestern am CERN und gestern noch, habe mir das dort angeguckt. Dort gibt es für Proton Antiteilchensammler, Antiprotonensammler. Die Physiker nennen das P-Bar. Bar heißt Strich drüber, also das Antiteilchen. Und diese Maschine hat es also geschafft, Antiprotonen zu sammeln. Das wollen wir hier machen in der Richtung Antihelium, Antilithium vielleicht zu gehen, aber auch Präzisionsexperimente zu machen mit Antiprotonen, die man verschmelzen lässt dann wieder mit Protonen und vielleicht ganz neue Teilchen herstellt, die man bisher überhaupt noch nirgendwo gesehen hat. Teilchen, ganz exotische Teilchen, so nennt man das, ja? Leere Beutel. Sogenannte Glue Balls. Und was heißt das? Also Teilchen, die sich verhalten wie ein Proton, wo aber gar keine Quarks drin sind, gar nichts. Ein leerer Beutel ohne Quarks drin. Sie wissen ja, in Protonen haben wir immer drei Quarks.